herzliches Willkommen aus dem Wuppertal-Institut. Der Transition-Zyklus ist eines der zentralen, konzeptionellen Elemente der Transition-Management-Theorie, weil er uns hilft zu verstehen, in welchen Phasen die Veränderung komplexer Transformationsprozesse in soziotechnischen Systemen abläuft, aber insbesondere Hinweise dazu gibt, wie man diese Formen von Veränderungen vertieft und genauer untersuchen kann. Und ich möchte Ihnen in dieser Episode den Transition-Zyklus vorstellen und dies plastisch und anschaulich machen an der Forschung des Wuppertal-Institutes. Das Wuppertal-Institut, das seit 20 Jahren an Übergängen zu einer nachhaltigen Entwicklung forscht, hat sich genau an den gleich skizzierten vier Phasen in seiner Arbeit und Forschung immer wieder orientiert. Und ich werde ganz besonders eingehen bei diesen Beispielen auf die Transformation und die Transitions in Städten. Das heißt also die Frage, wie können Städte sehr, sehr viel Ressourcen ärmer und auch Klima leichter werden, das heißt sehr viel weniger CO2 und andere Klimagase verursachen. Eine wichtige Herausforderung, wenn wir über die Frage einer nachhaltigen Entwicklung diskutieren. Sie sehen auf dem Bild hier oben die vier zentralen Phasen, die ich im Folgenden dann auch näher erläutern werde. Ganz links oben die Problemanalyse, überhaupt erst zu verstehen, wie ist ein System aufgebaut. Und hier aus einer wissenschaftlichen Perspektive geht es eben um das Schaffen von Systemwissen, der zentralen Variablen, der Beschreibung des Systems. Im zweiten zentralen Schritt spielt die Frage nach den Zielen, wohin soll sich das System eigentlich entwickeln? Wo möchten wir mit einer Stadt wie München oder Hamburg im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch, den Energieverbrauch oder die CO2-Emissionen in 20, 30 oder 40 Jahren sein, eine zentrale Rolle. Bei der Visionsentwicklung wird Zielwissen geschaffen, das heißt Wissen über mögliche und wünschenswerte Zielzustände, die dann den Übergang gestalten. Und wenn das feststeht, ein Grundverständnis über das System und Vorstellungen dazu, wohin es sich entwickeln soll, geht es darum, ganz konkret Veränderungen anzustoßen, zu lernen, wie sich das System verändert und auf die Weise einen sehr konkreten Transformationsprozess zu gestalten. Das ist der Bereich der Experimente. Und aus erfolgreichen Experimenten, erfolgreichen Mustern der Veränderung gilt es zu lernen, um diese Veränderungsprozesse dann entsprechend breit zu diffundieren und sich ausdehnen zu lassen. Etwas, was in der Transition-Theorie über die verschiedenen Transition-Phasen, die am Anfang über Vorläuferstadien, Nischenexperimente, dann zu einer breiten Diffusion laufen, auch beschrieben wird. Das ist die Phase des Diffusions, der Diffusion und des Lernens. Und sowohl die Experimente als auch diese Phase beschreiben eben eine bestimmte Form des Transformationswissens. Und bei diesem Wissen spielt nicht nur das Wissen unterschiedlicher Disziplinen, sondern häufig auch das implizite Wissen, das Wissen der Akteure, die konkret gestalten, eine zentrale Rolle. Ich werde das gleich an einzelnen Beispielen verdeutlichen. Und wie angekündigt an der Forschung des Wuppertal-Institutes, möchte ich Ihnen für jede dieser vier Phasen einen kleinen Eindruck davon geben, wie entsprechende Forschung aussieht. Kommen wir zur ersten Phase, der Problemanalyse des Systemwissens, also der Herausforderung, das System zu verstehen. Hier hat am Wuppertal-Institut haben zwei Formen der Forschung eine ganz zentrale Rolle, nämlich einmal zu verstehen, welche Ressourcenwirkungen ausgelöst werden durch Mensch-Umwelt-Systeme. Das heißt, wie viele Ressourcen brauchen wir als Inputs zum Aufrechterhalten unserer Wirtschaftsweise und welche Outputs erzeugen wir? Und Ressourcenverbrauch ist ein sehr guter Indikator, weil in diesen Ressourcenverbrauch fließen ein sowohl sogenannte abiotische Ressourcen, das heißt Metalle, sonstige Rohstoffe, die benötigt werden, um unseren Wohlstand aufzubauen, aber genauso auch biotische Ressourcen, das heißt nachwachsende Rohstoffe, Naturinput, der notwendig ist zur Aufrechterhaltung unseres Wohlstands. Und dieser Verbrauch, der hat sich über die letzten 20, 30 Jahre kontinuierlich erhöht. Und wir spüren, dass wenn wir das in die Zukunft fortschreiben,
wir nicht mehr nur mit einem Planeten auskommen, sondern drei oder vier Planeten bräuchten, um unseren aktuellen Wohlstand zu erhalten. Und entsprechende Beschreibung des Gesamtsystems, die ein Gefühl uns dafür vermitteln, welches Ausmaß an Naturverbrauch mit unserer Form des Wirtschaftens einhergeht, sind ein wichtiges Element solchen Systems, Systemwissens und der Problemanalyse. Eine andere Form, das System zu beschreiben, sind Systemanalysen, die auf der Ebene von Infrastruktur und Technologien aufsetzen. Sich also solche anzuschauen, eine Stadt wie München, welche Infrastrukturen werden benötigt, um den Verkehr, um die Energieversorgung, um die Wärmeversorgung zu gewährleisten und welche CO2-Wirkungen gehen damit einher. Und eine Stadt wie München, eine Studie, die das Wuppertal-Institut im Jahr 2009 gemacht hat, ist, wenn wir uns die Infrastrukturen anschauen, durchaus in der Lage, in den nächsten 50 Jahren fast komplett CO2-frei zu werden, indem man die Energieversorgung stärker auf regenerative Energien umstellt, den Gebäudebestand entsprechend saniert, dass er mit kaum noch Wärmeenergie auskommt und das Mobilitätssystem entsprechend umbaut in Richtung einer Verstärkung des öffentlichen Nahverkehrs von Fahrrad- und Fußwegeverkehr und einer Umstellung des individuellen motorisierten Verkehrs auf Angebote, zum Beispiel aus Elektromobilität, die dann wiederum aus regenerativen Energien gespeist werden können. Das sind klassische Formen der Systemanalysen, die uns helfen zu beschreiben, welche Komponenten relevant sind, um ein urbanes System, das heißt eine Stadt, sehr, sehr viel klimaneutraler zu machen. Kommen wir zum zweiten Schritt. Wenn wir das System verstanden haben, geht es nun darum, Ziele und Visionen zu entwickeln, wohin sich ein System gestalten lässt. Und solche Formen von Zielwissen, Sie sehen hier Beispiele von Studien des Wuppertal-Institutes, sind auf verschiedene Weise zu gewinnen. Wir haben das an dem Beispiel München deutlich gemacht. Da können Sie Modelle bauen und mal sehen, was ist überhaupt möglich. Welche CO2-Einsparung lässt sich eigentlich erreichen? Sie können sehr breit Beispiele auswerten, technologische Innovationen, um daraus dann zu extrapolieren, welche Reduktionen sind denn auch auf einer übergeordneten Ebene denkbar. Ernst-Ulrich von Weizsäcker, langjähriger Präsident des Wuppertal-Institutes, hat das in seinem Buch und seiner Studie Faktor 4 gemacht, in der er ihm nachgewiesen hat, an einer großen Zahl an Beispielen, dass sich künftiger Wohlstand verdoppeln lässt bei gleichzeitiger Halbierung des Ressourcenverbrauches, weil es in ganz, ganz vielen Feldern eine Effizienz- und Produktivitätssteigerung im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch um den Faktor 4 ohne weiteres möglich ist. Und das gewinnt zunehmend an Bedeutung, es gibt nun auch die Möglichkeit, solche Zielvorstellungen, wie soll sich an unserem Beispiel eine Stadt in den nächsten 20 bis 30 Jahren entwickeln, dies gemeinsam mit Akteuren zu machen und dem nicht nur technisch zu beschreiben, sondern in wünschenswerte Zukünfte zu übersetzen, Leitbilder zu entwickeln, die dann Orientierungspunkt nicht nur für die Infrastruktur und technologische Entwicklung, sondern auch für neue Lebensmodelle und Wohlstandsmodelle sind. Das hat das Wuppertal-Institut im Jahr 2010 mit der Studie Zukunftsfähiges Hamburg gemacht. Dort haben wir aufbauend auf unseren Studien zum zukunftsfähigen Deutschland für die Stadt Hamburg zusammen mit Umweltverbänden, mit Kirchen, mit anderen Aktiven eine solche Vision entwickelt, die, und sich das Buch anschauen, ist wirklich ein sehr, sehr lesenswertes Buch, eine Vision entwickeln, die Lust macht auf Mitgestaltung und ein entsprechendes Zukunftsbild erarbeitet. Damit kommen wir zum dritten Quadranten, der dritten Phase. Das heißt, wenn ich das System zu einem sehr guten Maße verstanden habe und Zielvorstellungen besitze, Experimente zu initiieren und auch laufende, konkrete Experimente zu gestalten und zu evaluieren, um zu verstehen, wie bekomme ich denn wirklich konkrete Veränderung in das System. Und hier ist auf der Ebene unserer Stadtprojekte eines besonders interessant. Das ist das Projekt Innovation City Ruhr. Hinter Innovation City Ruhr verbirgt sich die Vision, eine Stadt im Ruhrgebiet in den nächsten 10 Jahren in ihren CO2-Ausstoß um 50% zu reduzieren. Und das ist eine große Herausforderung, weil die Ruhrgebietsstädte,
eine gewachsene Industrie- und auch Siedlungsstruktur haben und dort nicht auf der grünen Wiese gebaut werden kann. Man also diese CO2-Reduktion erreichen muss durch Veränderungen des Gebäudebestandes, durch eine Veränderung der Verkehrsinfrastrukturen, der Art der Energieversorgung. Und in einem sehr umfassend angelegten Wettbewerb ist im Jahre 2010 die Stadt Bottrop ausgesucht worden, genau diese Innovation City Ruhr zu sein. Ein Wettbewerb mit vielen Ruhrgebietsstädten hat Bottrop sich durchgesetzt, weil hier nicht nur schon ein großes Maß an Vorleistung da war, sondern insbesondere eine ganz erhebliche Bürgerbeteiligung im Vorfeld erreicht werden konnte und man daher besonders optimistisch war, dass neben den notwendigen technologischen Innovationen auf der Suche nach neuen Lösungen die Bevölkerung sich in einem hohen Ausmaß wird einbringen können. Das Wuppertal-Institut begleitet diesen nun auf 10 Jahre angelegten Veränderungsprozess, also das Erreichen von CO2-Reduktion um 50% in einer Stadt wissenschaftlich. Und das ist ein wissenschaftlicher Begleitprozess, der weit über 40 unterschiedliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Lehrstühle umfasst, um die verschiedenen Facetten dieses Wandels abzubilden. Die Veränderung der technologischen Infrastrukturen, der Lebensstile, der auch neuen Geschäftsmodelle, um das ambitionierte Ziel der 50% Reduktion innerhalb von 10 Jahren zu erreichen. Und dies geht dann in der Forschung des Wuppertal-Institutes ein, in Transformationswissen, das heißt der systematischen Auswertung von erfolgreichen Veränderungsmustern und Beispielen. Und das machen wir sowohl in unterschiedlichen Formen von Bildungsprojekten, aber auch in großen Transferprojekten. Eines unserer größten Projekte, Big EE, Sie sehen hier das Logo auf der Folie, heißt Bridging the Information Gap in Energy Efficiency. Und dahinter verbirgt sich die Herausforderung, dass der Wissenstransfer über das, was heute an Energieeffizienz im Gebäudebereich möglich ist, eben noch nicht global verfügbar ist. Und in großen Schwellenländern wie China und Indien, die in den nächsten Jahren ein erhebliches Maß an neuen Gebäuden, an neuen Städten errichten werden, es von zentraler Bedeutung ist, dass die vorhandenen technologischen Standards, Möglichkeiten der Energieeffizienz möglichst flächendeckend umgesetzt werden. Und in enger Kooperation mit chinesischen und indischen Partnern und Partnern in weiteren Schwellenländern bauen wir derzeit Informationsnetzwerk und Diffusionsplattformen auf in diesem BGI-Projekt, das den Bauherren, Architekten, Stadtplanern in den Projekten in diesen Ländern das entsprechende Wissen in geeigneter Form bereitstellen soll. Ein schönes und sehr typisches Beispiel für solche Formen der Diffusionsprojekte. Ich hoffe, an diesem Zusammenspiel der 4 Phasen illustriert an Projekten des Wuppertal-Institutes, insbesondere im Stadtbereich, ist deutlich geworden, wie produktiv die Begleitung entsprechender Transition-Prozesse aussehen kann und wie dieses Zusammenspiel des guten Systemverstehens, des Entwickelns von Zielvisionen, des Anstoßen von konkreten Experimenten und das Diffundieren von erfolgreichen und guten Beispielen und Mustern Transition-Prozesse begleiten kann und ihnen Lust macht, ähnliche Transition-Prozesse zu beobachten und voranzutreiben. Herzlichen Dank.